Moin, liebe Freunde des CNC-Fräsens. Heute seht ihr, wie ich die Adapterplatte gefräst habe. Zunächst schauen wir uns aber die Fräsoperation nochmal im Fusion an. Im Kammteil von Fusion zeige ich euch jetzt, mit welchen Operationen ich diese Taschen ausgeräumt habe. Das Schuppen ist mit Adaptive Clearing erfolgt. Das Schlichten der Tasche habe ich mit der Fräsoperation Tasche gemacht. Dann gab es noch eine umlaufende Phase. Und ich habe hier noch Zentrierbohrungen gesetzt. Schauen wir uns die Einstellungen im Adaptive Clearing an. Also ich habe den altbewährten Holex Fräser genommen, 6 mm. Hier steht 5,99, die sind leicht untermaßig. Spindel kann nur 12.000 Umdrehungen. Daraus ergibt sich dann die Schnittgeschwindigkeit von ungefähr 225 Meter pro Minute. Bei FZ habe ich 0,04 mm eingetragen und damit ergibt sich auch der Schnittvorschub von 1920 mm pro Minute. Der Helix und der Eintauchvorschub, die sind relativ uninteressant, weil ich fahre ja von hier vorne rein und ich tauche nicht ein. Die Taschenauswahl erfolgt einfach durch das Anklicken der Flächen. Die Höhen habe ich so gelassen, wie sie eingestellt waren. Bei den Durchgängen habe ich die optimale Zustellung auf 0,9 mm gestellt. Das entspricht ungefähr der seitlichen Zustellung. Und ich habe bei diesem Schlupfdurchgang, bei dem Adaptive Clearing, sowohl axial als auch radial 0,3 mm Aufmaß gelassen. Und das Aufmaß nehme ich näher beim Taschenfräsen weg. Multiachsen habe ich nicht und im letzten Reiter habe ich eigentlich nur noch eine Auswahl gesetzt, wo es losgehen soll. Und zwar würde ich gerne hier an diesem Punkt anfangen mit den Taschen. Bei der Fräsoperation 2D-Tasche sind die Parameter ähnlich. Also gleiche Schnittgeschwindigkeit, gleiche Drehzahl natürlich, gleicher FZ. Da hat sich nichts geändert. Bei der Auswahl auch wieder die beiden Flächen ausgewählt. Bei den Höhen habe ich nichts eingestellt. Bei den Durchgängen ist auch nichts Besonderes drin. Und auch hier bei der Einfahrt musste ich nichts Besonderes einstellen. Dann kommen wir zur Operation Phase. Also ich habe einfach hier oben diese umlaufende Kante angeklickt und hier auf der anderen Seite auch. Drehzahl diesmal 5000, die habe ich aber während des Fräsens noch ein bisschen hoch geregelt. Vorschub 0,03 mm pro Zahn. Ja, Auswahl seht ihr hier, was ich ausgewählt habe. Das, was blau gekennzeichnet ist. Bei den Höhen habe ich auch wieder nichts eingestellt. Bei den Durchgängen muss man jetzt die Phasenbreite. Also ich habe eine sehr kleine Phase gewählt mit 0,3 mm. Den Phasenspitzenversatz habe ich auf 3 mm eingestellt, so dass ich bei meinem 8 mm Phasenfräser relativ weit oben fräse. Ja, und auch hier gab es jetzt nichts mehr, was man einstellen müsste. Zum Schluss gibt es noch die Operation Zentrierbohren oder Bohren. Da setze ich einfach ein paar Zentrierbohrungen für Durchgangsbohrungen, in die ich später noch Schrauben reinsetzen will, mit denen ich die Platte zusätzlich noch auf meinem Maschinentisch befestigen kann. Ja, ich würde sagen, wir lassen einfach einmal die Simulation laufen. Ich wähle die Operation aus, die ich simulieren will. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, es dauert schon eine Weile, bis er sich da durchgearbeitet hat, der kleine Fräser. Und man glaubt gar nicht, wie viele Späne da anfallen.
Also da habe ich schon ordentlich abgesaugt. Ich glaube, wir gehen mal zur nächsten Operation. Das wäre jetzt das Schlichten. Das war die Phase, die war jetzt ein bisschen schnell und das Zentrierbohren. Und damit wären wir durch mit der Fräsoperation. Jetzt lasse ich noch schnell den G-Code erzeugen und dann können wir mit dem Fräsen beginnen. Also ich wähle die Operation aus und gehe dann auf NC-Programm erstellen. Muss irgendeine Nummer eingeben, müsste dann noch einen Namen eingeben, lasse ich jetzt gerade mal. Ich habe den erzeugten G-Code mal in SimCNC, meine CNC-Steuerung geladen. Hier oben seht ihr einmal die Größe vom Rohteil. Dann sind die Fräser aufgelistet hier oben als Kommentar. Ihr seht hier auch die Tiefe minus 5,04. Das wäre diese rechte Tasche. Die ist 400stel tiefer als die. Also immer noch mal ganz gut hier reinzuschauen. Dann sieht man, was die maximale Z-Tiefe ist. Und ja, das kann einen ja schon ein bisschen beruhigen, wenn man das Programm erstellt und sieht, dass da gute Werte stehen. Fusion hat jede Menge Zeilen an G-Code produziert. Wir können einmal kurz durchwandern, mal sehen, wie viel es geworden sind. Also bei diesem kleinen Programm sind wir schon bei 23.000, ungefähr 23.000 Programmzeilen. Was hier schon. Die ersten zwei Bohrungen in der Platte habe ich angerissen und dann gebohrt. Damit konnte ich dann die Platte schon mal auf den Tisch schrauben, habe es dann ausgerichtet und konnte auf der Maschine die Zentrierbohrungen setzen für die Bohrungen und für die Gewinde. Die Bohrung selbst habe ich dann auf der Tischbohrmaschine gebohrt. Leider habe ich beim Einspannen des Fräsers nicht richtig aufgepasst und habe ihn ein bisschen weit rausgespannt. Also man hätte ihn auch kürzer spannen können. Ja, und dadurch gibt es kleine Vibrationen. Ich war sogar kurzzeitig mal überlegen, die Fräsoperation abzubrechen und den Fräser nochmal weiter einzuspannen, habe es dann aber doch laufen lassen.
Für die Pauli-Mod-Staubstöcke hatte ich einen Dreiteiler geplant. Es werden jetzt aber doch vier Teile, weil sonst der dritte Teil viel zu lang werden würde. Im Teil 4 zeige ich, wie ich die Schraubstöcke befestige und wie es dann mit den Höhenunterschieden aussieht. Außerdem seht ihr noch eine kleine Anpassung an der Adapterplatte und das Fräsen von Spannbratzen. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.